Hallo Leute, da sind wir wieder. Und diesmal sind wir hier an so einem tollen Traktor. Traktor, genau. Mit Roland wieder und der ist da drüben. Da hinten ist er. Und ich bin immer noch dabei, dieses Feld zu grubbern. Genau, er arbeitet schon fleißig weiter. Und was müssen wir jetzt machen? Leuchte? Der den Blinker gesetzt. Wenn du rechte Taste drückst und dann kannst du mit links und rechts Taste Blinker ein- und ausmachen. Nee, aber geht bei mir nicht. Also wenn du das drückst, mit dem du die Rundumleuchte ein- und ausmachen kannst, mit der... Na? Dann kannst du doch, wenn du hoch... Ah, okay, das zeigt es mir nicht an. Das zeigt es dir nicht an, nee, aber das, ja, mir zeigt es das auch nicht an. Nee, okay, aber so kann ich den Blinker anschalten, okay. Wir spielen das gleiche Spiel. Gut, nichtsdestotrotz, wir müssen jetzt erstmal schauen, wo wir mit dem Ding hinkommen. Das hier? Nee, dass wir das bloß hier direkt reinkippen müssen, das wäre ja echt, geistig umnachtet. Oder soll ich schauen, dass ich das verkaufe? Verkaufst du? Dass wir ein bisschen Geld haben, dann müssen wir bloß mal schauen. Wo ist das? Wo können wir verkaufen? Da, und vor allem, was haben wir? Das wird vielleicht... Also, jetzt wird es schwierig, das zu identifizieren. Nee, wird's nicht. Das ist, gibt ja Indikatoren. Und zwar, ich zeige euch das mal, das ist hier... Achso, Maus ist ja gerade nicht möglich. Unter dem Tank. Benutzt doch deinen Finger. Ja, genau, das funktioniert noch besser. Unter dem Tanksymbol haben wir das Symbol, was gerade geladen ist. Das ist da das Getreide. So, und jetzt bim, auf Start, das Getreide. Wir müssen hier, bim, 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 da wo es das meiste gibt, Gomez Ridge Acres. Da müssen wir hin. Das heißt, den linken Button und Linksklick. Und jetzt müssen wir mal schauen, wo dieses Gomez. Achso, okay. Das ist da unten. Da fahren wir jetzt hin. So. Hoppa, 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 hoppa. Und da verschwindet er in der Ferne. Ja. Also ganz im Ernst, bei mir will man auch nicht im Trecker sitzen. Das will mich man einfach gerade auch fast umgehauen. Als ich um die Kurve gefahren bin. Hier ist ein Stoppschild, das lass mal ignorieren wir. Oh Gott, nein, oh Gott. Das ignorieren wir? Nein, aber, oh Gott. Naja. Aber was echt cool ist, ich hab's ja heute in dem ersten Video auch schon gesagt, selbst der Multiplayer hat jetzt NPC-Fahrzeuge. Das ist mal richtig geil. Heißt, man kann mal so richtig verkacken auf gut Deutsch. Einen Frontalzusammenstoß mit dem Nachbarn bauen. Ja. Schön. Ich finde das total toll. Das ist, also, sonst war ja immer nichts los im Multiplayer. Und das ist sonst echt langweilig. So siehst du mal immer mal irgendein fettes Auto. Wir können hier mal so rummachen. Hey! Wird er natürlich nur nichts von vorne kommen, wenn man sowas macht. Weil so schnell ist ja die Kamerasteuerung dann auch nicht. Wir können auch einfach so machen. Wuhu, Party hard. Na, mal gucken, ob wir jetzt extrem reich werden mit dem Zeug. Bestimmt. Ja, klar, ist Getreide. Hallo, 8000 Getreide. Die können wir uns bestimmt ein Eis von kaufen. Also, überleg mal, 8000 Getreide. Was überhaupt? Kilotonnen? Liter? Einheiten. Units. Einheiten. Units. Okay. So, wir müssen. So, warte mal. Wo müssen wir hin? Wir können hier hinten das Feld langfahren. Wir sind Trecker Nord. Da haben wir den Vorteil. Wir können ja hier langfahren. Schnell noch gucken, ob es noch so ist. Ja, 677 ist der beste Preis. Und jetzt fahren wir hier diesen, ja, Matschweg lang. Und fahren hier hoch zu diesem, wie auch immer das heißt, Acres. Okay, das war ein bisschen übertrieben. Ich hatte das fast einmal umschlagen. Bin fast einmal um 180 Grad, 360 Grad um die Kurve gefahren. Statt 180. So, jetzt ist das hier nur noch. So, auskippen, Y.
Und jetzt werden wir bestimmt reich. Von 19, also von 20.000 kommen wir jetzt auf 25.000, verdammte Scheiße. Wir sind die Rich Bitches hier von hier. Ich habe immer noch keinen einzigen Cent. Nee, du bist auch mein Hiwi. Das sieht man auch, ich fahre hier gerade mit dem Grubber hin und her und du machst schöne Ausflüge mit deinem. Ich mach wenigstens Geld, ja. Was machst du? Ja. So funktioniert eine moderne Marktwirtschaft. Ja. Die also, Leute, die arbeiten, kriegen nichts und die nichts arbeiten, kriegen. Ja, das dürfte ja allen auch bekannt sein, dass das so ist. So, ich habe natürlich jetzt die Preise jetzt von den Fahrzeugen nicht so im Kopf. Wir müssen nachher mal auch direkt schauen, ob wir auch was Sinnvolles direkt kaufen können, weil wir haben ja natürlich hier den Standard. Wie viel Geld hast du? Haben wir da. So. Ich habe 25.000. Okay, da können wir haben 25.000. Da kann man ganz gut was kaufen, wie ich mir das hier anschaue. Nee, doch nicht. War wohl eine 0 zu viel, hä? 3-0er zu viel. Oh. Nein, so schlimm ist nicht. 25.000, da können wir uns einen Mähdrescher Vorsatz von kaufen. Von dem einen sogar zwei. Super. Aber ich glaube, ein Trecker jeglicher Art, also irgendein Fahrzeug, können wir uns davon nichts kaufen. Naja, ich sag mal so, nichts Sinnvolles halt wahrscheinlich. Schau mal, ob wir vielleicht Saatgut kaufen sollten. Das kaufen wir rein theoretisch. Keine Ahnung. Mich nicht. Sehr gut informiert. Ja, wie gesagt, Fully Live wird hier gespielt. Einfach damit ihr das natürlich auch so sehen könnt. Aber wie fail man im Endeffekt sein kann. Ich bin fast fertig. Dann muss ich nur noch die Stellen abfahren, die ich verkackt habe. Und wir biegen links ab. Ich blinke sogar, ja. Leute, das mache ich nicht mal beim Construction Simulator. Der Wahnsinn. Ich hoffe, jetzt kommt doch nicht der Zug hier, aber ich glaube, der ist ja nur noch durch Menschen steuerbar. Ah, wie er hochrührt. Wofür ist überhaupt der Zug da? Der Zug ist auch zum... Ich glaube, um Waren zu verkaufen. Okay. Gönnt sich der Bauernhof einfach einen eigenen Zug. Ja, das finde ich auch echt klasse irgendwie. Ich habe schon immer gerne meinen eigenen Zug. Ich mag Züge. So. Der macht alleine? Warst du jetzt fertig oder was macht der hier? Was ist das? Hab ich jetzt hier so ein Saatding? Achso, es ist noch gar nicht angekuppelt. Geht das natürlich nicht. Ah ja, hier ist die Sämaschine. So, Saat wählen. War jetzt bloß wieder Getreide oder was bringt denn jetzt was Gutes? Schau mal. 67, aber kann man das ernten? Ich will jetzt erstmal schauen, was unsere Erntemaschine im Shop. Welche haben wir denn jetzt? Wir haben, glaube ich, den Axialflow. Können wir mal schnell durchspringen. SIH. Ah ne, es ist der Trecker. Genau, wir haben den Axialflow. Können wir ihn auch mal wieder einpacken. Und da schauen wir jetzt mal nach, was der kann. Der ernten. Mit Erntemaschinen können die angegebenen Fruchtarten einfach zu. Wird ein passendes Schneidwerk benötigt. So, wir brauchen dann halt das passende Schneidwerk dazu. Also ernten können wir damit ja fast alles. Ja, Schneidwerk ist sogar in der Preisklasse, in der wir kaufen können. Ich wollte gerade sagen, das müsste gehen. Schneidwerk für ein Case IH. Schon benötigt. Das ist wirklich das, was wir haben. Ja genau, das haben wir, steht da. Und was können wir damit machen? Ernten. Was ist das?
werde jetzt auch die Erbsen ernten. Ja. Okay, dann gucken wir jetzt, ob wir... wie war das jetzt? Welche Taste war das? Die hier. Nehmen jetzt dieses Erbsige. So. Machen wir dann... Achso, dann sieht man ja nichts. So. Die Maschine senken. Plan öffnen, okay. Wo immer das bringt. Hilfe. Meine Steuerung funktioniert irgendwie. Mache ich jetzt eigentlich was, oder? Weiß ich nicht, was du jetzt machst. Ah ja, doch, das ist ein Unterschied hier. Unterschied ist sichtbar. Okay, ich glaube, ich muss nur noch einmal zurückfahren, dann habe ich alles... Dann bin ich fertig mit dem Feld. Und ich habe insgesamt nur... Ich glaube, 10 Liter verbraucht. Verstehe die Option mit Plane öffnen nicht. Ne, dann machst du die Plane auf und zu. Aber warum? Weil es cool ist. Ah. Wieder die falsche Taste gedrückt. Das jetzt auch, was es soll? Ja, macht's. Okay. Nur, dass ich völlig ungenau fahre. Und ich fahre Feld 12, weil das ist ja auch fertig. Wofür mache ich mir überhaupt Mühe? Macht das ganze Feld Meter für Meter ordentlich sauber. Und der Typ fährt einfach irgendwie übers Feld. Nein, ich fahre ja auf Snake auf einem anderen Feld. Oh Gott, wir brauchen noch eine Seemaschine, damit du was zu tun hast. Ach, sonst cruise ich einfach cool mit meinem Traktor durch die Gegend. Ja, du kannst ja mal bei Feld 14 gucken, was dort gemacht werden muss, ob dort noch gegrubbert werden muss oder... Ich fahre einfach mal hin. Ich hätte fast unser Gewächshaus eingefahren. Wir haben ein Gewächshaus? Geil. Ich weiß aber nicht, ob wir da reingehen können. Auch nicht. Ich muss echt mal hier einen Helfer einstellen, um zu schauen, ob ich hier irgendwas falsch mache. Aber ich könnte versuchen, rückwärts eine Tür... Nö, der macht genau dasselbe. Ich könnte versuchen, rückwärts eine Tür reinzumachen. Mit meinem Gruber. Gut, okay, dann habe ich ja doch alles richtig gemacht. Wow. Guck mal, ohne Dings komme ich sogar auf 40 km/h. Ohne was? Ohne Gruber. Ich steig mal aus, schau mir das Feld. Ist die Maschine nicht gesenkt? Ist ja mal wieder stylisch, was ich hier mache. Ich glaube, das Feld hier muss einfach wachsen. Ja, jedes Feld sollte bitte wachsen, weil es soll ja Geld bringen. Man muss grubbern, säen und ernten. Vor allem, das dauert jetzt auch, bis wir Kohle haben, ne? Das ist ja... Dauert ja jetzt alles eine Weile. Auf 14 wächst Raps. Was, auf der 14 wächst schon was? Nee, es ist abgeerntet. Was muss ich denn mit dem abgeernteten Feld machen? Ich glaube, ich muss einfach grubbern. Ja, grubbern, wenn noch nie gegrubbert ist. Wow. Und ansonsten halt, Das, was ich hier mache. Ich probiere gerade mal die Tastatur als Steuerung aus, das ist ja schlimm. Ja, also jetzt im Vergleich zum Controller ist das mit der Tastatur echt nicht... Vor allem, wenn man rückwärts fahren möchte. Also irgendwie so manövrieren, also ich meine geradeaus irgendwie eine... Ich habe mich jetzt direkt neben das neben mein Anhängsel, meinen Grubber manövriert. Ja.
Oh. Okay, wenn man links und rechts vertauscht, ist das natürlich auch nicht besonders gut. Nee, nicht vorteilhaft. So, eine Ringelreihe. Hilfe. Und ich würde sagen, machen hier mal wieder einen kleinen Schnitt. Werden wir mal Uber einhaken. Weitermachen. Und ja, dann hören wir uns doch ganz recht einfach im nächsten Video wieder. Bis denn, ne? Also, bis denn dann.